Da kommen wir auch so. Bodies, male and female, early 30s, executed. I see them. Oh, poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Da kann man nichts mehr machen, das. Nee, Instinkt. Nicht so aus. Also wie gesagt, ich habe es noch nie erwähnt, aber ich habe das Game noch nie gezockt. Bin mal gespannt. Ich wohl hier wen auch immer. Found something. Looks like research reports. Berlin, Shanghai. Every major malicious strike since Thomas Cross's kidnapping. Looks like Reynard had a hand in all of them. All in the past, I'm afraid. Keep looking, 47. Geh dich da.
Was habe ich denn alles? Sehr viele Aufgaben hier, eben Quests und so. Aber reinspringt, hey, ich will eigentlich reinschauen. That computer. See if you can't access it. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. This should be interesting. Nicely done, 47. Getting caught on tape is the last thing we need. Here we go. For the office computer, no doubt.
I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got what we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Und jetzt? Command. Moving on. Hey,
chance to back down nice and easy. To get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. Das macht echt nix.
Bei uns. So, dann stoppen wir mal Metro Exodus. Das Hitman 2 hat mir jetzt nicht so gefallen.
Hey, Bibi. Du, ist echt komisch. Müssen wir mal gucken, woran das liegt. Vielleicht muss man das irgendwie bei den Nachrichten-Einstellungen oder so ändern. Bin jetzt circa eine halbe Stunde online. Aber hast nichts verpasst. Ich habe Hitman 2 angezockt. Naja, auch nicht so mein Ding. Dieses Rumgeschleiche ging mir echt auf den Sack die ganze Zeit gerade. Jetzt da jetzt echt bei der Wahrheit bleiben. Ist auch nichts für mich. Wen wundert's, gell? Nee, aber jetzt gucken wir mal, wie das Metro Exodus ist. Ja, ohne Witz, das andere kriege ich immeinander wie so ein Gestörter. Was soll denn das, weißt du? Kann die gar nicht brauchen, sowas. Kopf schon im Gras rum. Ach, das ist halt so ein Agent, der die ganze Zeit halt sich schleichend da durch die Gegend kämpft. Weißt, versteckt sich im Gras und erschießt 50 Menschen drumherum. Und keiner kommt auf die Idee, dass er sich im Gras versteckt. Voll realistisch. So was. Und dann bin ich umzingelt gewesen, geschossen. Und dann habe ich es ausgemacht. Das war mir wieder zu viel Stress. Guck mal, wie das Metro Exodus ist. Hey, ich muss echt lachen, weil ich komme irgendwie nicht mehr klar. Egal, was ich anfange. Ja, normal. Ich muss kurz telefonieren. Ja, mach das. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor Alles dem klar. Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut. Nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger.
Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Das sieht aber nicht so aus. Also ich habe mich jetzt über das Spiel auch nicht so informiert. Aber ich kriege jetzt im Laufe des Games mit. Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Ja, Steuerung ist, die Grafik ist bis jetzt ja, sehr. Ich höre schon ein bisschen Eric. So. Oh. Was sieht man vielleicht? Kommt das noch mit der Zeit? Könnte. Smoother vorkommt.
Was sind da für Viecher auf dem Mann? Naja, ich hoffe, ich bemühe mich da. Komisch. Das für ein Ungetüm, ey. Hau ab. What? Hallo? Und jetzt? Das ist denn Ihr Ernst? Ey, wenn das so weitergeht. Next game. Was haben wir jetzt gemacht? Irgendwo war er da, oder? Und jetzt? Ey, was ist vorher passiert? Echt? Ich kam gerade das dumme Monster und dann wäre ich wieder am Anfang von vom Game oder was? Kein Bock da jedes Mal täglich grüßt das Murmeltier zu machen hier. Mann. Ist ja auch keine Energieanzeige, das heißt, regeneriert sich immer wieder oder was? Kann da auch nichts ein. Ein bisschen.
Immer diese First Runner, gell, die keine Ahnung haben vom Gaming. Also ich sag's euch ganz ehrlich, sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich eine Weile brauche, bis ich mal check, wo was ist. Geil, keine Munition mehr. Juhu. Und jetzt? Ach da, Energie. Jetzt? No ammunition, Sir. Ja gut, echt. Und es funktioniert. Oh Mann. Next game, please. Unfassbar. Da esse ich doch meinen Apfel weiter. Mir egal. Ich schaue einfach mal weiter. Schauen wir uns das mal an. Zusammen. Beyond Two Souls. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? Is that a scar? Is that recent? I know. They're coming. Ever since I was born, I've been linked to an entity. His name is Aiden, and he's always with me. We can find a way to protect you. The agency wants you to join their military school program.
They know what you and Aiden can do. Watch yourself out there, Jody. I don't want anything to happen to you. Just say nothing, you hear me? Something happened last night. But they know only you know how to deal with what lies beyond the bed. They opened a passage to Aiden's world? God, Jody, what's happening? Oh, damn it, I'm naked. That's her! She's getting away! Jody, what have you done? Tell them to leave me the fuck alone, because next time, I'll kill everyone. PS4. Off that.